ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Video für deinen Psoas, für das ISG, Iliosakral, Gelenk und deinen unteren Rücken. Das alles hängt ganz eng miteinander zusammen, wenn unser Hüftbeuger entweder zu wenig gekräftigt ist oder auch zu fest ist. Kann das Schmerzen im unteren Rücken auslösen, wenn unser ISG, also das Iliosakralgelenk, fest ist oder verkantet ist, das ist übrigens die Verbindung von Wirbelsäule zum Beckenkamm, dann kann das Schmerzen auslösen und der untere Rücken, der trägt den ganzen Tag unseren Rumpf. Also wenn die Muskulatur hier um unsere Körpermitte zu schwach ist, kann das natürlich auch sein, dass wir Schmerzen haben. Also mach mit, immer so wie du dich wohlfühlst. Dieses Video ist dein Wunschvideo. Ich hoffe natürlich, es tut gut. Und wir starten jetzt ganz angenehm. Reib deine Hände, bis sie richtig schön warm werden. Wir aktivieren jetzt alle Rezeptoren innerhalb der Faszien. Faszien sind ja unser sogenannter sechster Sinn, unser größtes Wahrnehmungsorgan. Und wenn diese Rezeptoren innerhalb der Faszien nicht aktiv sind oder vielleicht noch schlafen, dann kann es sein, dass das ein sogenannter blinder Fleck ist und Schmerzen verursacht. Und wenn wir diese Rezeptoren aufwecken mit Reiben oder Klopfen mit dem Handrücken, kann es schon sein, dass sich diese Wahrnehmung wirklich verbessert und dein Körpergefühl verbessert. Mach das ruhig auch immer mal wieder zwischendurch. Oder auch wirklich klopfen. Ist angenehm, oder? Dann kommst du wieder zur Mitte zurück, stellst dich hüftschmal auf, lass deine Knie etwas durchlässig, stütz deine Hände hier ruhig ab. Und jetzt wollen wir das Iliosakralgelenk etwas lockern, indem du einmal dein rechtes Bein hebst und einmal dein linkes. Schau mal, die Hüfte und dein Becken, die gehen mit. Also du hebst einmal die rechte Seite, einmal die linke Seite und merkst bestimmt, wenn du vielleicht Probleme hast, dann könnte es sein, dass es zwickt. Achte darauf, dass du dein Brustbein anhebst. Gleich mal aufrichten. Und so hoch, wie es geht. Rechts und links im Wechsel. Die letzten Male noch. Dann bleibst du wieder in der Mitte, lässt beide Knie etwas durchlässig und jetzt kippe dein Becken, oberen Rand zurück und wieder lösen, vielleicht auch so ein Stück nach hinten, den oberen Rand nach vorne sozusagen. Nochmal kippen und lösen. Angenehm. Vielleicht machst du die Bewegung auch größer oder auch etwas kleiner. Es ist wirklich alles richtig. Spür in dich hinein. Spür, was dir ganz besonders gut tut. Pendel dich dann zur Mitte ein. Lass die Arme locker hängen und jetzt lass die Arme schwingen und zwar rechts und links nach vorne. Nimm deine Knie mit und dreh deinen Oberkörper, deine Brustwirbelsäule mit ganz locker hin und her. Bleib stabil in deiner Körpermitte. Kraft in der Körpermitte ist übrigens auch ganz wichtig. Vor allem für unser ISG. Mach mal weiter, ich komme jetzt zu dir und jetzt schwingst du die Arme einfach gleichzeitig nach rechts und links. Puh.
schwing weiter, nimm dann dein rechtes Bein mal nach oben und jetzt versuchst du, dein rechtes Knie zu strecken. Schau mal, was ich mache. Du kannst einfach dazukommen. Ich gehe jetzt diagonal nach vorne und die Arme schwingen diagonal zurück. Streck das Knie, Ferse schiebt. Ist da wackeln. Und andere Seite, sehr schön, Knie strecken und die Ferse schiebt nach vorne. Du kannst jederzeit immer hinten auftippen, wenn du möchtest. Und dann kommst du wieder zurück. Stellst deine Füße hüftbreit auf und jetzt beginnt dein Oberkörper, ich zeige es dir seitlich, sich seitlich zu beugen und dann lässt du ihn ganz entspannt nach vorne kreisen, kommst über die Seite wieder zurück zur Mitte. Nochmal, Bauch fest, locker und wieder zur Mitte zurück. Das Ganze dann auch zur anderen Seite. Knie beugen, Spannung im Bauch, locker nach vorne. Und wieder zur Mitte. So tief, wie es für dich okay ist. Noch einmal genau so, dein Tempo. Und zur Mitte zurückkommen, entspannen. Sehr gut. Nimm jetzt ein Bein nach unten, vielleicht ein Kissen unter dein Knie, wenn du möchtest. Das andere Bein stellst du vorne auf. Und jetzt kippst du dein Becken, unteren Rand vor und wieder zurück. Locker. Halte vorne den unteren Rand und sinke ein Stück nach vorne. Spür die Dehnung hier im Psoas, Hüftbeugemuskel. Wichtig ist, Gesäß aktiv und du lässt dich mit jedem Ausatmen jetzt einfach ein Stück weiter nach vorne sinken. Aufrecht bleiben. Da verkürzen wir oft, wenn wir Stress haben oder viel sitzen. Wenn wir Stress haben, spannt der Muskel unwillkürlich an. Ein sogenannter Stressmuskel. Immer mal wieder dehnen. Kannst auch den, wenn rechts hinten ist, den rechten Arm zusätzlich noch ein Stück nach links nehmen. Ruhig die Beine etwas weiter öffnen. Dann spürst du noch mehr, oder? Ganz langsam wieder zurückkommen, sehr gut. Einmal wechseln, andere Seite, Knie nach vorne. Und zuerst wieder unteren Rand nach vorne schieben, lösen. Stell dich ruhig etwas breiter auf hier. Halte den unteren Rand vorne und ausatmend weiter hineinsinken in die Dehnung. Nase ein, Mund aus.
wenn du möchtest, wenn links hinten ist, den linken Arm zusätzlich noch auf die Seite nach rechts neigen. Po bleibt aktiv. Und dann kommst du langsam wieder zurück zur Mitte. Nimmst beide Knie nach unten, die Hände zur Faust ganz nah an deine Knie und jetzt den Rücken richtig rund werden lassen. Ganz weit nach oben ziehen deinen Rücken. Komm wieder zur Mitte, Hände unter deine Schultern platzieren, Knie unter deine Hüftgelenke, Brustbein zieht nach oben, Bauch spannen, stell deine Fußspitzen auf und jetzt mit dem Ausatmen deine Knie ganz leicht vom Boden lösen. Einatmen, wieder absetzen, ausatmen, lösen. Spür die Körpermittenspannung, merkst du? Tiefen Bauchmuskel. Geht noch. Noch mal ein paar Mal Druck geben, abheben, lösen. Dreimal noch, oder? Noch einmal hoch und absetzen, entspannen. Setz dich zurück, Hände unter deine Stirn, ganz rund werden, die Dehnung im unteren Rücken wahrnehmen. Kannst auch so ein bisschen nach rechts und links hin und her wackeln mit deinem Becken. Dann nochmal nach oben auf die Seite drehen. Und jetzt leg dich ganz ab auf die Seite, leg deinen Kopf auf deinen Oberarm, Bein im rechten Winkel. Die Hand gibt hier etwas Druck in den Boden, oberes Bein heben und jetzt ganz kraftvoll mit der Ferse parallel über den Boden nach hinten schieben, Spannung in der Mitte und hinten den Fuß strecken. Und ganz kraftvoll wieder nach vorne ziehen. Gleich nochmal kraftvoll zurück. Und kraftvoll nach vorne. Mobilisation, Hüftgelenk, Beckenbodenkräftigung. Noch zweimal. Dann kommst du wieder nach vorne, drückst dich nach oben. Streck deine Beine mal nach vorne aus und wichtig ist jetzt, dass dein Rücken rund ist. Fass deine Schienbeine, schieb einmal Fußspitze vor, Bein wird länger, rund und die andere Fußspitze nach vorne, das andere Bein wird länger. Hin und her bewegen. Spür, wie dein ISG bewegt wird. Zur Mitte kommen, hochkommen und gleich die Beine zur anderen Seite. Rechter Winkel, Kopf ablegen, leichten Druck mit der Hand, Bein anheben,
kraftvoll zurück, parallel über den Boden. Hinten Fuß strecken, ganz kraftvoll nach vorne ziehen. Gib hier leichten Druck, dann ist deine Körpermitte noch stabiler. Ausatmen. In deinem eigenen Tempo. Noch zweimal. Letztes Mal kraftvoll nach hinten schieben, nach vorne und entspannen. Nach oben drücken, sehr gut. Beine breiter als deine Hüfte aufgestellt und jetzt mal nach rechts und nach links kippen. Die Hüftgelenke nochmal mobilisieren. Und jetzt lässt du dann die Beine hier liegen. Rechter Winkel, rechter Winkel. Ich drehe mich mal so ein bisschen zu dir. Nach hinten weg und deinen Oberkörper, den drehst du so weit wie möglich und stützt dich hier, wenn es geht, auf die Unterarme. Zurück die Hände fassen. Versuch deinen Rücken rund werden zu lassen. Und versuch dann wieder lang zu werden. Das ist nur ein Gefühl, dass du dich hier rund werden lässt, dass du deinen Rücken hier gefühlt nach oben drückst und dann wieder nach vorne schauen. ISG lockern. Noch einmal. Und nach oben drücken. Gleich fliegender Wechsel. Sehr gut. Hat geklappt. 90-90. Und dann deinen Oberkörper drehen, vielleicht ist das schon angenehm. Deine Unterarme absetzen und gefühlt rund und wieder gerade. Immer wieder in deinem eigenen Tempo. Zweimal. Und dann den Rücken wieder gerade ziehen, hochdrücken und zum Sitzen kommen. Oberschenkel fassen, in die Rückenlage abrollen. Am besten immer ein Bein fassen, langsam tief rollen und deine Knie nacheinander zu dir nach oben ziehen. So ein bisschen entspannen. Du kannst auch mit deinen Knien locker kreisen. Mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Dann stell deine Füße auf, nacheinander. Arme sind neben dem Körper. Dann drück deine Füße in den Boden und roll dein Becken Wirbel für Wirbel nach oben zuerst. Steißes Bein, Gesäß, maximal bis zu deinen Schulterblattspitzen. Und wenn du hier oben bist, dann lässt du jetzt einmal deine rechte Pobacke, einmal deine linke nach unten sinken. Also ein bisschen wackeln. Mach mal weiter, ich drehe mich mal so zu dir. Also hin
und her. Stärkst natürlich Oberschenkel, Rückseite, Gesäß. Also einmal rechte, linke Pobacke anspannen. Lockerst dein ISG. Stärkst auch den unteren Rücken. Bleibst in der Mitte und rollst dich ganz langsam wieder tief nach unten. Rechts, knapp unterhalb vom Knie, links am Oberschenkel vorne. Und jetzt hier in die Hand drücken, in die Richtung. Das Knie drückt in die Hand. Ausatmend, los geht's. Einlösen, Wechsel, aus. Die Richtung und das zu dir. Einlösen. Aus. Ein. Dein Tempo. Du stärkst den tiefen Bauchmuskel, deinen Beckenboden. Nacken entspannen, Schultern locker lassen. Letztes Mal. Und wieder nacheinander die Füße abstellen. Fußsohlen zusammen, Knie nach außen, entspannen. Bleib so liegen, sehr gut. Ich komme zu dir wieder. Lass deine Knie völlig entspannt nach außen kippen. Dehn die Innenseiten, entspann den Beckenboden und atme in den Bauch ein und aus. Dann streckst du dein rechtes und linkes Bein nach unten aus. Fußspitzen anziehen und mit den Fersen, einmal rechte Ferse, einmal linke nach unten wegschieben. Spür die Bewegung im ISG. Du kannst deine Beine auch etwas breiter öffnen, dann hast du ein bisschen einen anderen Anteil, den du hier bewegst. Schau, was für dich am besten passt. Schultern locker, Oberkörper locker. Komm zur Mitte zurück, darfst ruhig die Augen schließen und spüren, wie dein Rücken auf dem Boden liegt oder ob er so ein bisschen in der Luft ist. Und wenn du diese Wahrnehmung hast, dann spannst du dein Gesäß mal ganz fest an, nur die beiden Pobacken, so richtig Spannung aufbauen. Ruhig noch fester, alles andere ist locker, nur der Po ist aktiv. Atme aus und lass ganz langsam wieder die Spannung aus deinem Gesäß heraus. Sinke Richtung Boden, bis du völlig entspannt nochmal da liegst. Und dann gleich noch einmal Gesäß aktiv, so fest wie du kannst. Alles andere locker lassen. Ausatmen, ganz langsam zurücksinken auf den Boden, bis du wirklich ganz entspannt da liegst. Und dann nimm wahr, wie jetzt dein Rücken da liegt, wie entspannt sich dein unterer Rücken hoffentlich jetzt anfühlt. Stell deinen rechten Fuß auf, breiter als die Matte, deinen linken Fuß
und lass deine Knie einfach so, wie sie sind, einmal nach rechts kippen und einmal nach links. Wenn du möchtest, öffnest du die Augen und spüre noch einmal die Mobilisation deiner Hüftgelenke. Vielleicht spürst du auch in dein ISG und in deinen unteren Rücken hinein. Und kommst langsam ganz auf eine Seite und stützt dich über die Seite. Lass dir Zeit. Langsam eins weiter nach oben zum Sitzen. Locker aus. Stell einen Fuß nochmal auf. Den anderen lässt du einfach unten durchwandern. Komm auf deine Hände und Füße, nicht auf die Knie, die schweben. Und dann stützt du dich auf die Oberschenkel und machst deinen Rücken ganz rund. Den Kopf nach innen. Den Rücken noch einmal ganz gerade. Noch einmal ganz rund. Ganz gerade, und wenn dein Rücken gerade ist, dann richtest du dich langsam auf zum Stehen. Ist locker, fleißig. Atmest ein. Was sich immer lohnt, ist auch, sich so richtig zu strecken und zu räkeln und vor allem mal den ganzen Körper auch mitzunehmen in alle Richtungen. Das ist auch eine Übung für zwischendurch. Durchblutet die Muskulatur, durchsaftet deine Faszien. Und dann kommst du zur Mitte, öffnest und schüttelst dich etwas durch. Ist auch immer schön, so ein bisschen rütteln und schütteln mit ganz leicht gebeugten Knien. Spür, wie das ankommt im unteren Rücken, im ISG. Nochmal durchlockern. Und wenn du möchtest, noch einmal deinen Rücken so ein bisschen abreiben, klopfen. Vielleicht hast du die ein oder andere Übung entdeckt, die dir ganz besonders gut getan hat. Dann einfach öfters in deinen Alltag mit einbauen. Das lohnt sich. Entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Mich interessiert es natürlich. Und vielleicht auch reinschreiben, was dir ganz besonders gut getan hat, welche Übung dir besonders gut getan hat, interessiert mich. Wenn es dir gefallen hat, gefällt mir drücken. Wenn du möchtest, kannst du meine Arbeit auch wertschätzen. Natürlich vielen, vielen Dank. Den Link findest du unter dem Video. Deine Unterstützung, klick drauf und entscheide dann, mit wie viel im Monat du das tun möchtest. Vielen Dank auch an alle, die es bereits tun natürlich. Wenn du willst, auf meinem YouTube-Kanal sind noch ganz viele Videos, die dir auch gefallen könnten. Du kannst ISG Gabi Fastner oder Psoas Gabi Fastner oder LWS, also Lendenwirbelsäule Gabi Fastner, zum Beispiel in die Suchseite von YouTube eingeben. Oder wir sehen uns ganz einfach so bei unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich auf dich. Bis dann!